Hallo und willkommen zurück im Netz der Spinne. Ich glaube, ich spinne hier. Diese ganzen Intrigen. Governor Byrne was furious. He wasn't too happy about those divest schemes. Thankfully, those snide allegations could have caused us great harm had he taken them seriously. You are respected here, which makes sense considering all the services you have rendered. That woman had no chance. I wonder what the so-called evidence we'll find here will reveal. We'll only find out once we actually have it. But regardless of whether it's completely fabricated or holds an ounce of truth, it is dangerous. We must tread carefully. The Devesps are experts in the art of manipulation. We must ensure that these documents never get out. Okay. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns Petrus wiederholen und dann... Können wir überhaupt nochmal da hinreisen? Ach, geht ja nicht. Doch, Questkarte. Mensch, bin ich bescheuert. Okay, also wir mussten uns wohl entscheiden zwischen ihm und ihm. Okay, nein. Na, wer ist denn hier ein guter, guter Henchman? We should hide and listen to what they say. We may gain some interesting information. Notiz an Miss LaVision. Oder LaVoisin, keine Ahnung. Zu unserer Sicherheit werden die Dokumente in einem Baumstumpf in der Nähe des Bauernhofs am Fuße der Klippe versteckt. So verhindern wir, dass sie jemand in die Hände, fallen, falls der Bauernhof angegriffen wird. Okay. Ich will immer drüber springen, das geht ja bei dem nicht. Damn it! It was a trap. There are some documents, but it's not the evidence Aurelia spoke of. These documents speak of you. It appears that the Devesps sought out information on each of you, hoping to influence you or to drive a wedge between us. Could you read it to me? I would like to know what a bunch of renegades they may have found out about me. This is just further proof of their deceit, and the so-called evidence got away again. Let's search these men. We may find something useful. Okay, Notiz über Afra von der Brückenallianz. Afra wurde im Jahr 182 nach der Gründung der Allianz, 1310 nach der Gründung Perens in Olima geboren. Obwohl sie einer Familie entstammt, die für ihr Wissen auf dem Gebiet der Himmelskunde bekannt ist, entschied sie sich, ein Studium der Natur. Sie studierte zusammen mit Dr. Asili, einem renommierten Gelehrten aus Al-Sad, und zog auf die Insel, um sich ihm anzuschließen. Es heißt, sie habe seinen Lehrgang
Kreis aufgrund von Streitigkeiten über Lehrmeinungen vor kurzem verlassen. Es kursieren das Gerücht, der Professor greife für wissenschaftlichen Fortschritt auf Mord und Folter zurück. Da seine Studentin seiner Arbeit zugetan war, wird es ein leichtes sein, sie zu erpressen. Notiz über Bischof Petrus von Teleme. Oje. Bischof Petrus. Laut den Aufzeichnungen Telemes wurde Bischof Petrus im Jahr 763 nach dem Heiligen Matthäus geboren. 1280 nach der Gründung Perens. Meint jetzt Jahr oder Tage, ich weiß es nicht. Er ist Gesandter Telemes unter der Kongregation Theophredis und inzwischen offenbar Reisegefährte des Gesandten Desadre. Er stammt aus einer bürgerlichen, äußerst frommen Familie aus Teleme und schloss sich bereits in jungen Jahren den Missionaren an, bei denen ihm der rasche Aufstieg gelang. Im Alter von 33 Jahren wurde er Mitglied der Botschaft von Teleme in Seren und hatte diese Position über mehrere Jahre inne. Er ist ein angesehener Diplomat und würde gerne Kardinal werden. Gerüchten zufolge hat er eine große Schwäche für Freudenhäuser. Seine Ambitionen sowie sein kleines Laster sollten als Druckmittel genügen, wenn ihm ein Titel tatsächlich so viel bedeutet, sollte es reichen, ihm bei der nächsten Einberufung des Rats unsere Unterstützung zu schwören. Danach sollte uns seine Treue sicher sein. Notizen über Vasco, den Nauten. Wurde vermutlich im Jahr 1312 nach der Gründung Perens geboren. Vasco ist eine Gabe des Meeres. Unsere Quellen besagen, er komme aus einer Adelsfamilie aus Seren. Jedoch konnten wir seine genaue Abstammung bislang nicht in Erfahrung bringen. Er stieg zum Captain auf und befehligte einige Zeit lang sein eigenes Schiff. Bei seiner Ankunft auf Theophredi verlor er seinen Rang, als seine Admiralin ihm befahl, sich dem Gefolge des Gesandten Desadre anzuschließen. Zweifelsohne, um sie auszuspionieren. Wir hörten, er sei inzwischen verbittert und traure seiner Vergangenheit als junger Adliger nach. Stimmt gar nicht. Es wäre äußerst einfach, ihn für unsere Sache zu gewinnen. Wir müssten ihm lediglich einen Titel verleihen, um ihn in Peren ein kleines Einkommen zu sichern. Im Gegenzug könnte er uns sicherlich zahlreiche Informationen über die Nauten sowie über jene liefern, die er seit seiner Ankunft auf der Insel ausspioniert hat. Das kannst du streichen. Er hegt keinen Wunsch mehr, ein Adliger zu sein. Es war sein Wunsch, das herauszufinden, wer er war und wo er herkam. Es war aber niemals sein Wunsch, ein Adliger zu sein. Okay. Notiz über Kurt von der Groschengarde. Kurt. Laut den Aufzeichnungen der Garde wurde Kurt im Jahr 1199 nach der Gründung Serens, 1302 nach der Gründung Perens geboren. Es sind irgendwie zwei Zeitalter. Ich habe das Gefühl, die einen rechnen das so, die anderen rechnen das so. Okay, ist eigentlich immer interessant. Er ist Hauptmann der Groschengarde, sowie ehemaliger Waffenmeister und Leibwächter von Gouverneur Konstantin und des Gesandten Desadre. Seine Eltern waren Wachen, doch er wurde von einer Prostituierten aufgezogen und von einem Mann namens Hermann ausgebildet, der sowohl für seine
erstklassigen Fähigkeiten als auch für die Qualen bekannt ist, die er seine Rekruten durchleben lässt. Obwohl er viel durchgemacht hat, ist er der Garde stets treu ergeben geblieben. Seine Ergebenheit gegenüber dem Gouverneur und seinem Gesandten war derart groß, dass er nicht zögerte, den von seinem Kommandanten organisierten Versuch eines Aufstands zu melden. Mit den üblichen Mitteln ist er also nicht zu bestechen. Allerdings liegen ihm seine jungen Rekruten sehr am Herzen. Diese Bindung könnte man nutzen, um seinen Willen zu beugen. Etwa durch Erpressung oder Entführung oder Einschüchterung oder dat oder die oder die. Notizen über Siora, der Prinzessin der Wilden. Wir konnten keine Aufzeichnung finden, die eindeutig das Geburtsjahr dieser Frau belegen. Doch unsere Quellen zufolge ist sie 22 Jahre alt und demnach im Jahr 1315 nach der Gründung Perrins geboren. Sie ist eine von zwei Töchtern einer Kriegerherrin der Insel, die in einer Schlacht gegen die Brückenallianz fiel, die der Gesandte nicht verhindern konnte. Angeblich ist sie seither Desadres Reisegefährtin und zählt zu seinem Gefolge. Einige sagen, sie beherrsche die geheimnisvolle Magie der Eingeborenen. Diese junge Frau könnte zur wertvollen Verbündeten werden, sollten wir es schaffen, uns ihre Treue zu sichern. Sie könnte der Familie von Orsay nicht nur unseren Willen aufzwingen, sondern auch gute Beziehungen zu den örtlichen Stämmen garantieren. Dass Desadre es nicht geschafft hat, die Schlacht zu verhindern, in der ihre Mutter starb, und dass sie die Allianz sicher verachten muss, können wir wohl möglich nutzen, um ihre Treue ins Wanken zu bringen. Das meist ausgemachte Humbug, die sind mir doch so treu ergeben hier. Oh, Notiz von Aurelia de Vesp. Sorgt dafür, dass dieser geistesschwache Händler Wallens unsere Truhe vor den neugierigen Blicke des Ardes fernhält. Und sagt ihm, sollte euch etwas zustoßen, müsse er sie dem Gouverneur von Hikmet schicken, damit dieser ihren Inhalt zu sehen bekommt. Schürt am Hof so viel Misstrauen wie möglich. Doch seht vorerst davon ab, die Dokumente vorzulegen. Noch soll unsere Beute nicht ersticken. Sie soll nur wissen, wer an der Spitze der Nahrungskette steht. According to this letter, the chest was given to a merchant in town who deals with the Devesps. He was ordered to hand it to the governor if something happens to the delegation. That Aurelia is clever if nothing else. We must get that chest from the merchant before he learns of their deaths. Mal sehen, ob wir die Truhe bekommen. Ich hoffe es mal. Aua, Knochen. Come closer! Come closer! Listen! Ja, ich höre nicht zu. Hello. Are you Valens? Indeed. What can I do for your lordship? Are you looking for tools for your workers? I have a large range of tools. Everything you need for mining or timber harvesting. I have no interest in your goods. I have been sent by Her Highness, Aurelia de Vesp. She asked me to recover a chest you have in your keeping. Of course, of course. It's stuffed between my goods in the street just behind us. I hope you tell your mistress that I obeyed her orders. Do not worry. She will be told.
Okay, wo ist die? Ich glaube, ich bin jetzt gerade eine ganze Runde rumgerannt. Notizen über Konstantin von Orsay. Konstantin wurde im Jahr 1209 nach der Gründung Serens, 1312 nach der Gründung Perens, geboren. Er ist der zweitgeborene Sohn von Prinz Claud von Orsay oder Orsay und dessen zweiter Frau Julia von Orsay. Konstantin wurde kürzlich zum Gouverneur von Terfredi ernannt und ist erst seit dem Tod seines älteren Bruders offiziell Nachfolger des Prinzen. Die Todesursache ist im beigefügten Brief erklärt. Julia von Orsay hat einige unserer Männer bezahlt, damit sie ihren lästigen Stiefsohn beseitigen. Okay, ich muss zugeben, ich respektiere diese Frau. Sie könnte eine von uns sein. Die Ermordung eines Bruders wirft die Frage auf, ob Konstantins Anspruch auf das Vermögen und den Thron seines Vaters rechtmäßig ist. Können wir bei einer solchen Mutter überhaupt sicher sein, dass er tatsächlich der legitime Sohn des Prinzen ist? Fragezeichen. Brief von Julia von Orsay. Meine Herren. Dem Brief wurde die vereinbarte Bezahlung beigefügt. Denkt daran, es darf unter keinen Umständen der Verdacht aufkommen, ihr werdet für Laurens Tod verantwortlich. Mein Sohn muss regieren. Julia von Orsay. Oh, wei. Entschuldigung. Das ist echt spät. Das merke ich immer wieder. Oder gerade eben jetzt echt verhäuft. So, da haben wir ja unsere Information und ich denke mal, wir müssen jetzt die gute Dame damit konfrontieren. Was wir herausgefunden haben. Nee, hier war es noch nicht. Noch eins weiter. Ach nee, jetzt dürfen wir uns mit der Wache treffen. Alles klar. Ja. Ein bisschen strecken gehört mit dazu zum Spielen. Der Rücken muss auch mal ein bisschen wieder geknackt werden. Gut, Petrus, du kommst jetzt mit. Entschuldigung, Afra. Tschüss. Petrus, hallo. Oh. Brief eines Sympathisanten. Glaube ich nicht. Eure Exzellenz Desadre. Eure Feinde sind in der Stadt und ich weiß, wo ihr sie finden könnt. Trefft mich an den Stadttoren, um mehr zu erfahren. Eine Wache. Wache! Hier liegt Pumpernickel auf meinem Türsims. Was? Unten falscher Hase. Unten richtiger Hase. Was? Ne, das war jetzt gerade Blödsinn. Muss Oma sein. Hallo. Are you the guard who left me a message at the embassy? Greetings, Your Excellency.
Yes, it was me. I thought you should be warned when I saw those vermin bearing the Devesp livery. This is indeed interesting information. Do you know if they're staying in town? The delegation leader is always at the tavern. He drinks heavily. His men wander around town looking for trouble. Thank you. I imagine you're expecting a reward. No, Your Excellency, keep your money. I'll consider myself highly rewarded if you manage to put a stop to their horrible manipulative plans. My old battalion was almost completely lost to those vipers. They led us into a trap and left us to rot. So I don't know what you wish to do to them, but I wish you the best success. Da hat jemand Hass geschürt. Auf in die Kneipe! Und die macht den Moonwalk. YOLO! Was? Wo kam denn das jetzt her? Solche Wörter, solche Sätze, solche Satzbildungen sind doch unter meiner Würde. Eine schöne Sonne. Schöner Baum. Schöner Kuhfladen, was? Hello. I wonder if we might have a word. Desarde. The Dorsey family's henchman. I knew it. I knew I would meet my end by accepting this mission. After what you did to Ambassador Lavoisin in Hikmet. If the ambassador and her men had not attacked me, they would certainly still be alive. Since you know who I am, you must know why I'm here. Yes. The document chest. But don't think you can scare me into giving it to you. I've been scared to death since I got to this town. Since I got to this island. But I will not betray them. Come. We never wished you harm. We only want to recover some files. They do concern us, after all. Tell us where they are. A huge weight will be lifted off your shoulders. That's true. Does it even matter? I don't have the chest anymore. I gave it to a group of inquisitors who don't like you very much. Those fools are so furious that they'd rather die than give you the chest. And Saint Matthias is with them. So, they're hiding out in one of the warehouses around the port. If you really want to confront them, it's your own choice. But you should say a prayer first. Sauf dir erstmal ihn an. Da war noch eine Truhe. Alles meine. Und noch eine Ruhe. Ich sag, die füllen sich automatisch wieder. So you found us. But don't rejoice too soon. You will not leave this warehouse alive. Come. I'm sure we can work this out. I only want the Devesp chest. Don't count on it. Because of you, our order has been driven off this island and the governor treats us like criminals. We shall avenge our brothers and our order. Okay. Ah!
Seid ihr fertig? Gut. Erstmal noch ein bisschen looten hier. Und dann die Truhe mitnehmen. Ja, da gucken wir mal, was da drin ist. Notiz über den Gesandten Desade. Desade wurde im Jahr 1211 nach der Gründung Serens, 1314 nach der Gründung Perens geboren. Bevor er Seren verließ, wurde er zum Gesandten der Congregation ernannt. Dieser junge Mann erfüllt diplomatische Missionen mit denen Gouverneur Konstantin von Orsay ihn beauftragt oder betreut. Laut unseren Informationen ist er begabt, doch aufgrund seiner Verbundenheit zu seinem Vetter können wir ihn nicht für unsere Sache gewinnen. Deshalb müssen wir ihn entweder ausschalten oder erpressen. Das sollte jedoch kein Problem darstellen, denn der Gesandte ist anscheinend kein legitimes Kind. Zwar wurde das Kind dem Hof im Herbst des Jahres 1211 präsentiert, doch wir haben diverse Dokumente zusammengetragen, die beweisen, dass sein Vater, General Mars Desade, circa ein Jahr vor seiner Geburt auf eine Expedition entsandt wurde und nie wieder an den Hof zurückkehrte. Livy Desade muss demnach einen Bastard geboren haben. Diese Informationen sind falsch. Wir wissen es ja mittlerweile schon besser, wer unsere Mutter ist. Oder war. Und diese Aufzeichnung kannst du eigentlich genauso gut in die Tonne treten. Oh, hallo! So, musste das jetzt sein? Das... Irgendwas zuckt hier gerade ganz schön mörderisch gerade an der Leistungsschraube. Vom Rechner. Vor allem jetzt kannst du alle Zettel nehmen, die ich gesammelt habe, und einfach verbrennen. Ja, der Arme, der steht ja immer noch da. Also entweder arbeitet der Rechner gerade im Hintergrund. Irgendwas Schwerwiegendes ab. Weil auf einmal fängt es an, hier mörderisch zu ruckeln. Oder ich habe zu viel aufgenommen, kann auch sein. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Schnellreisen gemacht. It's not the first time I've noticed these papers you stick on the walls. But these are new. They weren't here last time. Let's take a closer look.
It could be good news. That would be a nice change. Gut, das Plakat sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.